Herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1. Bitte nicht, bitte nicht. Was, Edwards, was? Sir, Sie brauchen neue Zündkerzen. Hey, schau mal, wie weit dieses Dorf weg ist. Siehst du es, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja. Ja, ich sehe es. Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Edwards? Ja. Aber es sind nicht mehr unsere. Was immer Bess braucht, es scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na schön. Gehen wir, Edwards. Gehen wir. Viel Glück. Komm hier rüber. Der Panzer fährt nirgendwo hin und er wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Begreifst du es nicht? Finch, Pritchett, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. Na super. So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. Okay, Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. Wahrscheinlich eher, wir sitzen alle in einem Panzer, wir benötigen Zündkerzen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Battlefield 1, der dritten, um genau zu sein. Und jetzt müssen wir hier das Dorf erkunden. Ich würde sagen, dann checken wir doch mal direkt, dass so ein Außenposten oben auf dieser wunderbaren Windmühle, die es ja in Frankreich auch zuhauf gibt in dieser Region, zumindest gab. Oh Mann, oh Mann. Bisher eine knappe Stunde gezockt jetzt hier mit den ersten beiden Folgen und der Eindruck, der erste ist natürlich grandios, das Spiel macht richtig Laune. Cool, was haben wir denn da Schönes? Oh, Scharfschützenwaffe. Da könnten wir theoretisch... irgendwie wollte ich nicht wieder an die Leiter, sorry. Mal uns hier positionieren und ein bisschen auskundschaften. Okay, einmal Kopfschuss und dann ist er weg. Oh, schade, da muss ich nachladen nochmal mit der Wumme. Bam! Ups, naja, dann lege ich mich doch mal hin. Da sind doch noch ein paar mehr, als ich erwartet habe. Ob ich den von hier treffe? Ich glaube nicht, oder? Boah, ha, durch den Helm, sehr schön. Da vorne ist der nächste. Vielleicht kriegen wir den auch noch irgendwie so. Er geht da ganz gemütlich weg. Das ist natürlich sein Tod. Okay, ich glaube, das Ding hätten wir gut ausgecheckt. Gehen wir mal hier runter. Die Scharfschützenwaffe hat funktioniert. Mal erstaunlicherweise. Mit dem Analogstick würde ich das nicht hinkriegen. Ich spiele natürlich hier die PC-Version, deswegen auch die Grafik so schnieke, möchte ich mal sagen. Die sieht natürlich auf dem PC, sieht das Spiel immer noch mal einen Tacken besser aus als auf den Konsolen. Dafür kostet die Kiste natürlich wesentlich mehr. Ein ausgeschlachteter Motor gesichtet, aber erstmal habe ich hier noch ein paar Waffen gesichtet, die ich mir natürlich zu Gemüte führen will. So. Und jetzt brauchen wir Zündkerzen. Nicht schlecht. Da waren es nur noch drei. Sieht cool aus hier. Ich mag das ja auch einfach mal zwischendurch die Gegend zu genießen. Wäre auch eine geile Karte für DayZ. Muss ich auch bald mal wieder spielen. Da wollen wir auch das Event, das ist alles noch in Planung. Kommt hoffentlich alles noch. Ist aber nicht so einfach, mit so vielen YouTubern das auf die Beine zu stellen. Das erfordert doch mehr Organisation, als man zunächst erwarten würde. So, und ich fand das mit der... die Nummer eigentlich ganz cool mit der Windmühle. Lebenszeit hier im Battlefield nicht so hoch. Auch was Spieler angeht, nicht nur die Soldaten. Ja,
hatten wir in der letzten Folge, hatte ich das, glaube ich, angesprochen, weil ich es in den Kommentaren nachgelesen hatte. 14,5 Tage war der Schnitt. Ich hoffe, das ist auch eine korrekte Information. Mal probieren wir das doch nochmal mit dem Scharfschützen-Ding hier. Das war doch eigentlich ganz cool. Bisher mache ich da nur zwei Wachen aus, das kann ich aber kaum glauben. Das müssen mehr sein. So, die... Da sieht der andere natürlich direkt, wenn der eine erschossen wurde. Ach, guck mal einer an. Wer ist das Nummer 1? Ist gar nicht so aufgefallen, oder? Da ist irgendeiner am Fenster. Kurz mal nachladen. Kann nicht schaden, der geht da runter. Ist alarmiert. Wenn er zur Leiche geht, kann ich ihn theoretisch wegballern. Warte auf den richtigen Moment. Luft anhalten. Und erledigen. Okay, die haben sich auch in Bewegung gesetzt. Wenn ich den abschieße, sieht es der andere nicht. Da hinten ist irgendwie noch einer. Der steht da ein bisschen dämlich gerade. Am Panzer. Boah, scheiße. Okay, der wäre auch down. Zack. Wir nehmen sie alle unter die Lupe. Scheiße, ich habe mich getroffen. Fuck. Und schon wieder nicht. Jetzt wird's eng. Ah! Das habe ich echt verkackt. Der sitzt jetzt am Geschütz. Ich muss ihn treffen. Oh, Alter, der hat mal ganz eben die ganze Mühle weggeschrotet. Oh Gott. Jetzt bedeutet's handeln. Und die haben Alarm. Ah, fuck. Sitzt er noch an dem Ding? Den tut er nicht mehr. Und da fährt jetzt auch ein Fahrzeug lang. Okay, jetzt beginnt der Tanz. Ich habe so schön geschneipert, aber dann ging das doch eher in die Hose. Alter. So, und ab rein hier. Mehr Truppen sind unterwegs. Kein gutes Zeichen. Häuserkampf. Ganz schön anspannend hier. Okay, die haben mich gesichtet, so viel ist mal sicher. Mal den Kopf einziehen. Bams! So schnell geht's. War's so geil gemacht. Richtig spannend. Okay, eine weitere Zündkerze, komm. Halbzeit. Da ist ein Pferd, tatsächlich, und da sind aber noch viel, viel mehr Feinde. Das macht mir zu schaffen. Okay, vielleicht nehmen wir doch erstmal die andere Zündkerze. Das Pferd ist natürlich super interessant, werden wir sicherlich noch drauf rumreiten. Aber nur solange ihr nicht auf meinem Spielstil rumreitet, haha. Okay, ob wir die Scharfschützenwaffe behalten sollten? Ich meine, das können wir sowieso mal mitnehmen. Haben wir noch einen Slot. Das kann doch nicht schaden. So, die müssen wir mal nachladen. Vielleicht ist es immer noch eine gute Variante, gerade da in der Ecke mit dem Pferd. Da habe ich nämlich auch noch weitere Feinde gesehen. Dieses Dorf, das muss man sich auch mal reinziehen. Da hinten geht noch einer. Vielleicht können wir da sogar nochmal auf die Mühle. Das sind irgendwelche Ratten gewesen. Das oben wäre drauf. Okay, ich verstehe.
Den werden wir uns holen. Na, dann halt so. Oder wäre gefährlich gewesen. Das war ihr eigener Scharfschütze. Lieber erstmal den hinteren wegzimmern, der sieht das dann nämlich nicht, der andere, glaube ich, oder? Aber der sieht's nicht. Fuck. Der Typ hält voll viel aus. Kann doch nicht sein, so ein scheiß Flammenwerfer da. Alter! Wie kann er denn in dem reinstecken? Keine Granate am Start gerade. Okay, Munition ist auch leer. Ich verabschiede mich wohl besser. Ei, ei, ei! Was war denn mit dem los? Was machst du? Das ist ja... Feuerwerfer-Typ, das ist ein richtiges Problem. Granatwerfer, aber ich glaube, das ist natürlich eine falsche Information. Das ist ein Mann, der mit Feuer spuckt. Oh, der ist ziemlich näher, als ich dachte. Deine Reichweite ist natürlich nicht so. Alter, die Reichweite ist mega hoch. Was ist denn da los? Was erzähle ich denn da für einen Scheiß? Da ist er, der Dude. Ich brauche irgendwie mal eine Granate. Und eine neue Waffe wäre auch nicht schlecht, glaube ich. Ja, im Häuserkampf ist der klar ein Vorteil. Da brauche ich gar nicht erst hinzulatschen. Okay, die sind alle alarmiert. Aber ich könnte die jetzt einfach mal umgehen mit ein bisschen Glück. Okay, schnappen wir uns das Pferdchen. Adiosso. Komm schon, Galoppo. Yeah. Lotti Galoppi unterwegs. So, hier können wir jetzt mal kurz Luft schnappen. Hier mal in das Waffenlager gehen. Kurz vom Pferd, sehr geil mit dem Pferd. Die Mission ist mir ein bisschen entglitten. Ich weiß. Auf jeden Fall wieder genug Munition. Und die brauchen wir. Da unten ist wer. Wen haben wir denn da? Hey du! Hey. Ich würde sagen, wir reiten jetzt trotzdem nochmal darüber, weil das so cool ist einfach. Ja, oder so. Ne? Geht ja auch. Was geht eigentlich bei dem hier? Der müsste doch schon längst eigentlich erledigt werden können. Kann nicht sein, wie viel der verträgt. Das kann nicht sein. Was hält der Typ aus? Ich habe ihm gerade zweimal einen fetten Gewehrschuss in den Bauch gerammt. Aua! Das war aber nicht die feine Englische, mein Freund. Wie mache ich jetzt nochmal hier diesen... Ah ja, zwei. Yeah! Sehr schön. Du bist auch dran. Zack, zack. Boah, wie geil ist denn das bitte? Dafür habe ich jetzt keine Muni mehr. Da muss ich nochmal absteigen. Aber ziemlich cool. Mit
der Scharfschützenwaffe auch noch. Das gibt's doch gar nicht. Dann nehme ich mal die Pistole hier einfach. Im Pferd ist die wahrscheinlich besser. Och Gott. Das ist doch der Feuermann, ne? Wie soll ich den denn bitte vernichten? Mit dem Geschütz oder was? Das ist doch nicht normal. Ja! Adiosso, wurde auch Zeit. Seinen verdammten Container getroffen. So, und jetzt muss ich langsam mal das Zeug organisieren, ey. Erstmal darüber. Komm, wir holen das erstmal da vorne. In dem Gebiet müsste irgendwo was sein. Und da haben wir mittlerweile auch ganz gut aufgeräumt. So, da wahrscheinlich ein Panzer direkt. Dann können wir nachher hinten ganz in Ruhe in das andere Gebiet noch gehen und die restliche Zündkerze holen, weil wir da fast alle umgenietet hatten. Der Spatenmann. Du alter Spaten. Zack. Fünf auf einen Streich. Weggespartet. So, das ist der Motor. Komm. Das nächste Ding nehmen und dann wieder nochmal zurückreiten. Nur noch einer. So, und da haben wir hoffentlich jetzt keine Probleme mehr. Die meisten Feinde werden auch ausgestellt. Zum Glück haben wir das so hinter, so umgemacht, sehe ich gerade. So, wo ist jetzt hier der letzte Motor? Ich habe den eben nicht gesehen in der Hektik des Gefechts. Da vorne hängt er. Sehr schön. Okay, ich hab alle. Schnell zurück zu Best. Das könnte auch nochmal problematisch werden. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay, die Panzerabwehrgranate können wir tatsächlich auch so ziehen. Das ist ja schon mal ganz cool. Bin schon froh, dass ich jetzt das Pferdchen hab. Das ist eine gute Sache. Wie würdet ihr es denn nennen, das Pferdchen? Ich habe ja auch gehört, dass es bald ein Red Dead Redemption 2 geben soll. Boah. Da freue ich mich auch sehr drüber. Das wäre natürlich schon toll. Jetzt rucki-zucki zurück. Das Glück ist, die meisten Feinde sind, glaube ich, ausgemerzt. Die Ein-Mann-Armee hat zugeschlagen, sozusagen. Haben wir auch eigentlich bisher zumindest ganz gut erledigt, muss ich sagen. Ich bin erstaunt, dass es dann doch so gut geklappt hatte. Und jetzt mal zurück. Und McManus, der hat sich verdrückt einfach, der Sack. Dieser Drecksack. Gutes Pferd. Hat uns auch viel Zeit gespart an Latscherei und so. Na, dann wollen wir mal. Boah! McManus. Da ist er zurück. Bin kurz vom Weg abgekommen. Hier gibt's auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Gute Arbeit, Jungs. Ja. Wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Sascha, das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich habe alles richtig gemacht. Wirklich alles!
Mein ganzes scheiß Leben lang. Ich hab immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch! Was ist nur los mit dir? Du dämliche Scheiß-Kack-Drecksmaschine! Ach, komm schon! Komm, Bess, na los! Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir! Verdammte Scheiße! Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf, Bess! Und weiter geht die Reise. In der nächsten Folge von Battlefield 1. Sie steht drauf, wie du...